Oh, ich weiß, was ich hier finde. Auf der MSN. Bist du dir ganz sicher? Naja, in Rot auf jeden Fall. Oh, eine Maronbeere. Eine Amrena-Beere. Ich wollte einen Superball. Mann. Da ist nichts als Abfall. Aka eine Beere. Stimmt. Nichts als Abfall. Da sind halt Beeren. Upsa. Naja, gut. Also, wir müssen ja nicht unbedingt weiter hier die MSN erkunden. Wir können ja wirklich mal ein wenig... Ist das auch die richtige Richtung dafür? Ich glaube... Nee. Ich könnte ja auch langsam mal mein Fahrrad belegen, ne? Na gut, in Silber ist bestimmt... Was hast du denn Select mit schon belegt? Oh, ich meine, du hast irgendwie Start Select irgendwie ein bisschen. Hattest du Select belegt? Ich weiß gar nicht. Na gut, scheinbar schon. Nee, du hast irgendwie ja vorher gesagt, dass ich weiß auch nicht genau, vielleicht rede ich gerade nur Stuss, aber. Ach so, ja, jetzt hier. Bianca gibt mir jetzt sogar endlich wieder noch einen Orden. Wie viele Orden haben wir dann insgesamt schon? 9, oder? So viel schon. Tja, 9 von insgesamt 32. Auf jeden Fall, ja, es sind eine Menge. Nee, Moment, 9, ja? Ja, stimmt. 2x2 und 2x3. Nee, dann sind es 10. Nein. Ach stimmt, einer fehlt ja noch da. Ah, ich vergesse das immer. Überschätzt man nicht unseren Rotspielstand. Oh Gott, jetzt kommt er. Gary Motherfucking Oak, aka Blau. Und nochmal. Es wird nix. Ach. So, dann kümmere ich mich auch gleich mal um den Weg nach Hause. Ja, muss ich jetzt ja echt so einen riesen Umweg laufen? Oder hätte es einen einfacheren Weg gegeben? Weiß ich gerade nicht. Oh, vor allem hier, ey. Jetzt hat man zweimal Gary Eich. Also wenn man hier was falsch macht, dann... Schauen wir mal. Tja, sein Stärkst. Moment, er hat sein Tomboa nicht ein Level aufgelevelt? Nicht eins? Nein, kein einziges. Oh, toll. Erste Attacke geht daneben und Sandwirbel. Scheiß Sandwirbel. Komm schon, Tackle und nein. Na, das wird nix, das sag ich dir. Außer ich tausche irgendwann auf Pikachu. Währenddessen macht Lutex einen auf Kratzer und gewinnt den Kampf. Nein, ich geh nicht ans Telefon. Lind ruft an. Ach, Lind, okay. Lut. Sieht irgendwie von hier aus wie Urd. 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 Ja, genau, kennst du nicht Urd? Und ja, die Attacke von Spieser Knosp geht daneben. Naja. Ah. Ich glaub, das war's. Ich meine, klar, ich hab noch ein Pikachu, aber das war's. Pikachu! Glut wurde blockiert, glaube ich. Pikachu ist resistent gegen Flugangriffe und macht jetzt super Schaden. Du hast eine Chance zu überleben. Na, jetzt kommt Tackle und du verlierst. Leider. Ruckzuckieb, Mann. Oh. Was dachtest du denn? Naja. Naja, aber... Ich dachte ja eigentlich, es könnte vielleicht irgendwie sowas wie ein Run werden, in dem, weiß ich nicht, keine Tode vorkommen. In allen Spielen. Was glaubst du denn? Ich sehe es ja schon kommen, dass ich gerade gegen Shillok ordentlich verkacke.
hast du Tränke über? Du hast einen Supertrank, aber den kannst du nicht einsetzen. Kann ich nicht mehr einsetzen da. Ja. Oh, Crit. Bam. Bin ich wenigstens in den beiden Editionen ungefähr gleich. Oder an der gleichen Stelle, sagen wir so. Yep. Na. So, jetzt gehen die erstmal wieder zur MSN zurück. So, habe ich jetzt auch wirklich das Pokémon geheilt? Ja. Gut. Ja, jetzt haben wir übrigens nur in einem Spiel keine zwei Pokémon. Ah, ja. Wenn du es so willst. So, jetzt darf ich hier wieder rein. Wollen wir es dann nochmal versuchen? Ansonsten, also... Klar, das größte Problem ist gerade mit dieser Knosp, weil... Ja. Was willst du machen? Eben. Ich weiß ja nicht, ob du irgendwelche TMs beibringen kannst, die vielleicht besser sind als Tackle oder Rasierblatt gegen nicht effektive Gegner. Ja. Oh, da übt sich einer im Feuerspucken und... Ich komme hier irgendwie gerade... nur schwer weiter. So, an die Stelle zurück, wo Gary kommt, meine ich. Und währenddessen verlaufe ich mich in anderen Editionen. Ich meine gerade, ich meine, dieser Knoss kann ja nicht, kann ja kein Glückstrahl lernen. Nee, leider aber nicht. Aber was kann es denn lernen als ein TM? Gute Frage. So. Nichts wie wär's mit Egelsamen? Erstmal. Vielleicht, ich meine, was Besseres fällt mir echt nicht ein. Ja, mir leider auch nicht. Und es wurde jetzt erstmal bepflanzt, das ist doch schon mal was. Und außerdem, wir kriegen ja immerhin ein bisschen was wieder zurück von dem, was wir verlieren. Du kriegst die Hälfte von dem, was er macht, am Leben wieder. Das hat sich schon gelohnt. Ja. So. Also entweder machst du jetzt bei Rot sofort in der ersten Runde Raserei oder halt durchgängig Blut. Obwohl, nach Sandwirbel sollst du keine Raserei machen. Ich weiß nicht, ob das auch für Spieler gilt, aber ich glaube, wenn Raserei einmal daneben trifft, trifft immer daneben. Siehst du gerade, was ich... Das ist auch so ein Gimmick. Hä? Was? Wie, Raserei, wenn es da einmal daneben trifft? Triffst du, glaube ich, immer daneben. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, Hat Tauboga etwa einen Sandwirbel benutzt dort? Ah, shit. Ja. Deswegen würde ich Raserei eher nicht empfehlen jetzt. Okay. Das wäre natürlich böse. Das wäre natürlich böse, wenn du da recht hast. Oh, Pikachu hat gewonnen! Was hat denn Tauboga gemacht? Hat's dann daneben getroffen oder wie? Das gibt's doch nicht. Mein Glutexo trifft nicht mehr. Naja, jetzt einmal. Aber dafür nimmt's auch irgendwie kein... Rutenschlag ist halt auch ein kleines Problem, nachdem was kommt. Ja. Hat er schon Kadabra? Ja, hat er, ne? Ja, ja, hat er. Scheibenkleister. Soll ich doch Raserei? Nein. Wenn's wirklich so ist, dann... Glaubst du echt, dass du so schwach ist gegen Kadabra? Nö, aber guck mal. Oh. Kadabra ist bekannt dafür, dass es eine sehr geringe Verteidigung hat. Schon, ich dachte aber irgendwie, dass Kratzer ja allgemein weniger stark ist und Texto mehr Spezialangriff hat und das den Feuerwund. Gut, aber von mir ist halt alles egal, Hauptsache keine Verteidigung. Ja. Oh, Hyperzahn, oh, naja, haut nicht so rein. Bam. Scheiße. Jetzt gegen Shilock. Und Initiative sehen. Kratzer oder? Ja. Oh, denke ich
Ja, aber hat Schlucky nicht eigentlich hohe Verteidigung? Ich bin mir auch nicht mehr. Hat es. Also lieber Glut? Ich meine, es schadet nicht, beides einmal auszuprobieren. Ja. Naja, eigentlich geht's hier um was, ne? Vergiss nicht, du hast einen Supertrank im Inventar. Hab immer ich? Noch, oh ja. Du hab hast ich? Immer noch einen kleinen Vorteil. Du hast einen im Mülleimer gesehen. Oder ach, es war super ein Superball. Superball. Ups. Warum benutzt das Viech gerade eigentlich immer nur Blubber? Hat das bete, keine Aquaknarre? Bitte, dass das nochmal macht. Oh. Oh. Und natürlich habe ich keinen Supertrank, ja. Und es geht daneben. Und es ist aus. Oh, und jetzt muss ich ja auch noch gegen Glutexo kämpfen. Tja, Igelsamen und danach Rasierblatt-Spam. Oder auf Kritz hoffen, oder? Soll ich wirklich Igelsamen probieren? Oder willst du von Anfang an auf Rasierblatt-Kritz gehen? Konsequent Crit. Ja, oder was so in der Art ist. Glut macht keinen Schaden! Und es brennt! Es brennt. Das Verbrenne macht mehr Schaden als Glut. Jetzt müssen wir hoffen. Nein! Leider ist Pikachu ja draußen. Warte mal. Warte mal. Pikachu ist schon tot? Ja. Hätten wir nicht. Wir hätten Beleber gehabt. Wir hatten einen Beleber. Das hätte sich doch nichts geändert. Oder? Weißt du was? Was? Weißt du was? Ich glaube, wir sollten hier mal dann erstmal für heute einen Schlussstrich machen. Das war so knapp. Ich weiß. Aber trotzdem, ich gehe nochmal ins Pokémon Center mit jedem und dann. Die beiden Kantospiel brauchen das doch gerade nicht, oder? Egal. Ja, egal. Die anderen sicher, anderen sicher. Aber naja, es ist schon mal schön, dass man sieht, es geht Pokémon zumindest. Machen bis auf sich wieder wohlfühlt und entwickelt. Aber eine Textbox, ja, hat's geplatzt. So. Okay, so, Moment. Wir kriegen das gerade hin. So, jetzt stehen alle genau gleich. So, und damit machen wir dann auch Speicherstände hier. Nummer 1. Nummer 2. Euer Trans funktioniert nicht mehr. Safe Game. Da. Hat er jetzt auch eins gemacht? Ah, oder die wurden gemacht. Es wurde nur nicht angezeigt. Moment. Ich würde nochmal safen, bevor ich loade, ne? Ja. Nee, wurden keine gemacht anscheinend. So. Gut, dann nochmal safe hier und. Zack. So, damit hätten wir's. Naja. 4 Stunden oder so gespielt. 3 Ordner an manchen Stellen. Ja, 4 Stunden. Also ich finde, es ist. Ich meine, es sollte ja auch so sein, dass Johto gerade einen Vorsprung hat. Ja. Meine, kommt ja alles nochmal. Da kommt zurück. Ja noch Kanto nochmal. Auch wenn Kanto natürlich kurz ist im ja. Also wir mal schnell machen, 1/2 Stunde oder so. Richtig. Die Arenen. Aber gut, jedenfalls hier erstmal ein Cut wieder und dann sehen wir mal, wann wir das nächste Mal Zeit finden. Ja. Würde ich auf jeden Fall gern weitermachen. Oh, Lind ruft an. Was sagt er denn? Ah. Hallo Gold, habe ich schon gehört. Aus dem Eis ist also tatsächlich ein Pokémon geschlüpft. Ich wusste doch, auf dich ist Verlass, Gold. Ja, das Ei einfach zu trauen. Tra, tra, tra. Ja, das war halt gut. Besuch mich doch mal. Mama, Mama, Mama. Tüt. Gut, damit. Weg. Aha. Weg. 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 Und tschüss.